Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir sind immer noch unterwegs und machen heute weiter mit der nächsten Aufgabe, die uns hier im Haus ansteht. Ich muss mal gerade kurz rein. Wir sollen mit Sirona quatschen in den drei Wesen. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Oh, halt doch mal die Backen. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie das Dorf vor den Trollen gerettet haben. Ja, hallo, und jetzt? Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Ja. Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's, was immer Sie auch vorhaben. Ich, natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Nicht wirklich, ne? Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Okay. Hm. Warum mit dem Vorrat? Warum hat Mrs. Sprottle einen Vorrat an Mega-Power-Tränken? Dort ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Mega-Power-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Okay. Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle ihre Briefe noch nach so langer Zeit? Dort fand sie beim Ausräumen eines Schranks einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Na dann, schauen wir mal vorbei. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie dort von mir. Dann machen wir das doch mal glatt. Lumos. Wir können natürlich jetzt noch nicht fliegen. Ich will ja eigentlich fliegen dorthin. Das wäre total toll, wenn ich das könnte. Warte mal, da ist irgendwas. Rivelio. Hier ist wieder irgendwas. Zockus? Ja gut, könnt ihr mir vorstellen. Für die. Sorry, dass ich gerade jetzt mal da ist. Keine Sorge, in den Laden schauen wir uns mal, müssen wir noch mal genauer angucken, aber nicht jetzt. Das ist jetzt nicht unser Thema. Ich wollte nur dies noch leid tun, mich ausgeschlossen zu haben. Wird schon seine Gründe haben. Das wird schon irgendwo seine Gründe haben, warum. Komm her jetzt hier.
Lumos. Okay, das war nur eine Idee. Es war, ist tatsächlich doch eine geile Seite. Aber das ist eine Seite. Und das war auch. Gut, weil alles was zu Hogsmeade. Das heißt, wir dürfen noch nicht fliegen. Jetzt einfach fliegen. Jetzt dürfen wir fliegen. So, dann machen wir es mal runter. Ich habe es bewusst gesagt, ich fliege jetzt erstmal. Für den Fall, dass ihr was jetzt noch reisen könnt, fällt mir gerade ein. Wir waren ja schon mal hier. Ah, Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Bardolf Beaumont? Ist moin, moin. Zurück. Wurde wohl von schwarzen Magiern erwischt. Hallo. Hallo, Mrs. Brottle. Sirona Ryan hat mich gebeten, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Hohlklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Brottle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Hohlklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. So. Ich habe doch ein paar dabei. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke. Wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottly eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bone Truckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Hohlklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Hohlklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. So. Wie war es hier wohl eigentlich mal im Alter? Sirona sagte, dass sie in den Sommerferien immer bei ihm gewohnt hat, als sie noch in Hogwarts war. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben, wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Was war in der Schachtel mit den Briefen? Nicht zufällig, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Danke. Danke, Mrs. Brottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Hohlklumpe sammeln könnten. Ich hab doch noch. Finde betritt die Höhle. Warum soll ich die Höhle betreten? Warte mal, kann ich dir das Haus nicht suchen? Ich... Bardolf dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Gut, hat wohl irgendetwas mit seinem Verbot. Warte mal, in dem Haus war ich schon. Ich muss aber in das Nachbarhaus, ne? Ich will die Kiste kurz mitnehmen. Lumos.
soll eine Kiste drin sein, aber wo ist die? Warum auch immer ich die nicht mitgenommen habe. Kann ich hier rein? Muss ich hier rein? Nee. Ich sehe den hin. Ach, hier hinter. Okay, es war nur eine Zauberpuppe. Nichts Wichtiges also. So, gut. Höhle. Bardolf Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Magen. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Brothel erwähnt hat. Nee, das möchte ich noch nicht riskieren. Das sind Level 20er. Horklump Hollow. Also Level 20er, das ist noch ein bisschen. Aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Ach so, wegen den Briefen. Ich sollte mich mal umsehen und die Schachtel mit den Briefen suchen. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brothel wird sich freuen. So, sammle Sironas Briefe. Hier komme ich ja niemals runter. Muss ich richtig runter? Lumos. Doch, ich muss hier runter wahrscheinlich, ne? Boah, gekackt. Ja. Was? Okay. Also doch mal. Das sind vorerst alle Horcrux. Mrs. Brothel wird sich freuen. Nein, nein, keine Sorge, ich will hier eigentlich auf das Podest treten, springen. Kann ich hier fliegen drin? Natürlich nicht. Das war, ach Mann! Ich wollte auf das Ding springen. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brothel wird sich freuen. Was hat das denn Sinn, warum? Oh, das war keine Absicht. Das war total toll. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brothel wird sich freuen. Ich habe eine kurze Treppe gekriegt. Warum auch immer. Diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen.
Und ist das Level 20er. Das ist ein lustiger Stick. Ja. So hat die Magie ja da weggekriegt. Wow, ich habe nur 20er Troll gerade. Okay, why not? So, haben wir das auch. Jetzt müssen wir mal die Briefe finden. Alter, Alter, den habe ich jetzt. Lecker, Trollpuppe. Muss ich denn da lang? Nimm das mal den Weg. Okay, so viel zum Thema. Warte mal, hier ist noch ein Weg. Das müssen Sironas Briefe sein. Ah ja, das sind ja alle. Verbundener Wald, okay. Da haben wir noch ein Brief. Hier liegt ein Brief noch. Ich sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Ich glaube, das ist alles. Gut. Sirona wird sich darüber freuen. Dann hüpfen wir mal rüber zum verbotenen Wald. Ich fliege. Wäre sicherer. So. Krass, wenn du überlegst, wir sind eigentlich in Upper Hookfield gestartet. Gut, hier ist die Höhle, der Eingang, ne? Oh, das sind Eier. Ich träume von einer besseren Welt. Ja, aber Level 20 müssen wir doch aufpassen, weil wir haben eigentlich tatsächlich. Ach, ich kann ja gar. Kann ich jetzt nicht nur zu Fuß hier lang? Muss ich hier durch jetzt? Also ich muss jetzt die Sirona, ne? Warum sich abholen? Klar, wir können ja in Hogsmeade. Leider nicht. Nicht fliegen. Hab's. Ich mach das so nebenbei gerade, die ganzen News-Seiten. Also ich werde jetzt nicht danach suchen. Wenn ich zufällig jetzt irgendwie mitbekomme, ey, da ist irgendwo was, dann nehme ich die natürlich gerne mit. Wie hier zum Beispiel. So, das ist die Nummer 6 von 15. Thank you.
wäre auch schon wieder eine. Warte mal, die ist doch hier oben irgendwo. Links von uns. Lumos. Revelio. Ein Gebäude? Fragezeichen. Auf eine kleine Stilveränderung. Wir haben eine große Auswahl. Ja. Da ist sie. Sorry, ich muss mal kurz an die Seite hier. Gib mir. Nein, Spekoskop. Okay, Nummer 7. Entschuldigung, ich mache Dinge nebenbei, sage ich ja. So, wir müssen mal so halten. Wir müssen... Schon wieder eine Weihbuchseite gefunden. Hier drin ist auch einer, davon ist sie. Nummer 8. Wir reden immer noch davon, wie sie den Troll auf dem Dorfplatz besiegt haben. Das hat Eindruck hinterlassen. Ja, und ich habe deine Briefe. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Brottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen. Und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Darf ich Sie noch die Briefe fragen? Ich habe mich über einige der Briefe gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. Waren Sie in der Quidditch-Mannschaft? Der Briefe wird ein Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black die Absage dieses Jahr nie verzeihen. Ich vermisse es, Ravenclaw anzufeuern. Ich sah einen Brief von einer Mirabelle. Ist das Professor Garlic? Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird dir sicher nichts ausmachen, dass sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Brottle. Sie scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Ja. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jede andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich... Nun, hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so. Ja, ich helfe doch gern. Dass ich helfen konnte. Mrs. Brottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Auftrag abgeschlossen, ein Freund der Taten. Ich kann gar nicht genug dafür danken, dass Sie das Dorf vor den Trollen gerettet haben. So, ich mache mich mal wieder raus. Wir haben die Aufgabe erledigt. Und guck mal, was für Aufträge hat sich zusammen. Trifft Nutty am nach Einbruch der Dunkelheit. Wie muss ich den Tag oder wie soll ich das hinkriegen? Und ein Raune. Gut, ein Raune ist klar, das ist wahrscheinlich dann beim Links.
Erscheinungsbildern. Wir brauchen 13 weitere Monde. Was machen wir da als nächstes? Eigentlich müssten wir ja die Venomosa Tentacula finden. Beschaffen und teste. Gut, ja, Raun ist kein Problem. Das schaffen wir gegen mehrere Gegner. Da müssen wir eigentlich noch ein paar Leute finden. Jetzt haben wir schon eine Höhle, so wirklich. Ich überlege, ob wir hier das machen. Wir machen nee, das. Wir machen das. Professor gar nichts, Aufgabe 1. Weil wir brauchen die Aufgabe für dieses hier. Und dann hätten wir die nächste Hauptmission. Oder haben wir noch irgendwas? Nee. Ansonsten, ja. Wir machen heute die Aufgabe, also morgen die Aufgabe Nummer von Professor Garlic, ja. Was diskutiert dazu wahrscheinlich, oder? Ja. Gut. Sammlung. Klar, wir haben jetzt einiges natürlich gefunden. Dann wir haben natürlich jetzt einiges wieder gefunden an neuen Briefen, neuen Seiten. So, Herausforderung, mal schnell durchchecken. Kampf. Besiegte Trolle. Besiege 5 Stück insgesamt. Gut. Gut. Dann haben wir es soweit erstmal. Genau, in der nächsten Episode checke ich ab, was für Sachen. Mit der Raune ist wahrscheinlich klar, das ist wahrscheinlich beim Kräuterkundeunterricht, das ist dann durchaus machbar. Aber wo finde ich denn wieder Mosa Tentacula? Das ist halt die große Frage. Wahrscheinlich hier, ne? Warte mal. Ja, hier muss ich wahrscheinlich eine Raune testen. Das ist nicht das Problem, aber eine Venomosa Tentacula muss ich gucken, wo ich die finde. Ich mache mich trotzdem schlau. Ich werde mich dann schlau machen. Wir sehen uns dann wieder bei Let's Play Hogwarts Legacy und dann gehen wir die Aufgabe an. Bis dahin. Tschüss.